Um mit der Kalibrierung des Geartronic zu starten, entfernen Sie zuerst die Abdeckung an der Rückseite des Geräts. Das Gerät verfügt über zwei Behälter, ein Behälter für Frischöl, der andere für Altöl. Beide Behälter sind permanent an jeweils eine Wiegezelle geschraubt, die nicht aus dem Gerät entfernt werden kann. Diese beiden Wiegezellen müssen anhand des folgenden Verfahrens kalibriert werden. Bitte beachten Sie dabei unbedingt, immer beide Wiegezellen zu kalibrieren, da es sonst zu einem Ungleichgewicht und einer Fehlfunktion des Geartronic kommen kann. Schließen Sie bei abgeschaltetem Motor das Stromversorgungskabel des Gerätes an der 12-Volt-Batterie des Fahrzeugs an. Nehmen Sie den auf der linken Seite des Geartronic befindlichen schwarzen Schlauch für den Messstabmodus und schließen Sie an dessen Schnellkupplung einen durchgängigen Adapter aus dem Adapterset an. Stecken Sie dieses Schlauchende anschließend in den Altöl-Sammelbehälter. Drücken Sie nun zeitgleich die beiden Tasten 4 Liter und 20 Liter und halten Sie diese so lange gedrückt, bis ein langer Piepton zu hören ist. Um die Altöl-Wiegezelle zu kalibrieren, drücken Sie die Taste -1,5 Liter. Daraufhin blinkt die Lampe Remove Used Fluid durchgehend bis zum Abschluss der restlichen Arbeitsschritte. Die Pumpe wird aktiviert und der Inhalt des ausgewählten Behälters über den schwarzen Schlauch in den Sammelbehälter entleert. Drücken Sie die Stopptaste, sobald kein Öl mehr durch den Schlauch gepumpt wird und der gewählte Behälter leer ist. Nun blinkt die 4-Liter-Taste. Drücken Sie erneut die Stopptaste. Die 12-Liter-Taste blinkt und die Waage wird auf den unteren Grenzwert tariert. Platzieren Sie anschließend ein 10 kg Kalibriergewicht auf dem Altölbehälter. Drücken Sie nochmals die Stopptaste. Die 12-Liter-Taste leuchtet auf und der obere Grenzwert wird kalibriert. Entfernen Sie das Kalibriergewicht. Die Altölanzeige läuft nun auf 0. Sobald diese auf 0 steht, drücken Sie die Stopptaste. Das Gerät kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück. Drücken Sie nun zeitgleich die beiden Tasten 4 Liter und 20 Liter und halten Sie diese so lange gedrückt, bis ein langer Piepton zu hören ist. Um die Frischöl-Wiegezelle zu kalibrieren, drücken Sie die Taste +1,5 Liter. Daraufhin blinkt die Lampe Add New Fluid bis zum Ende der restlichen Arbeitsschritte. Die Pumpe wird aktiviert und der Inhalt des Frischölbehälters über den schwarzen Schlauch in den Sammelbehälter entleert. Drücken Sie die Stopptaste, sobald kein Öl mehr durch den Schlauch gepumpt wird und der Frischölbehälter leer ist. Nun blinkt die 4-Liter-Taste. Drücken Sie erneut die Stopptaste. Die 12-Liter-Taste blinkt und die Waage wird auf den unteren Grenzwert tariert. Platzieren Sie anschließend ein 10 kg Kalibriergewicht auf dem Frischölbehälter. Drücken Sie nochmals die Stopptaste. Die 12-Liter-Taste leuchtet auf und der obere Grenzwert wird kalibriert. Entfernen Sie dann das Kalibriergewicht. Die Frischölanzeige läuft nun auf 0. Sobald diese auf 0 steht, drücken Sie die Stopptaste. Das Gerät kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück. Entfernen Sie das Stromversorgungskabel des Geartronic von der Batterie und montieren Sie zum Abschluss die rückseitige Abdeckung wieder am Gerät. Liquimoli. Für die technische und optische Werterhaltung Ihres Autos. Alles aus einer Hand.